Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinem Video speziell für Anfänger. Und zwar dieses Mal zu 10 weiteren Deckthemen, die prima sind für quasi Anfänger dieses Kartenspiels, weil sie nicht so komplex sind. Es gibt ja wirklich unzählige Themendecks, ne? Und man kann da wirklich leicht an ein Thema geraten, was sehr, sehr schwer zu spielen ist. Aber die Sachen, die ich heute vorstellen werde, kann wirklich jeder nach einer Weile lernen und er wirklich mit auch gute Erfolge feiern. Weil die meisten Themendecks, die ich heute vorstellen werde, sind gar nicht mal so schwach tatsächlich. Die können sogar teilweise mal ein Turnier toppen. Das ist wirklich denkbar. Wie auch immer. Ich denke, ich werde heute mal wieder 10 Decks vorstellen. Und ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich habe auch hierzu schon einen ersten Part gemacht, wo ich weitere 10 Decks vorgestellt habe. Schaut dazu gerne mal vorbei in der Endcard am Ende. Könnt ihr einfach direkt weiterschauen. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem ersten Themendeck. Und ich würde sagen, wir starten heute auf jeden Fall mit Yuzenyu. Und dieses Themendeck hier ist wirklich kinderleicht, das kann man nicht anders sagen, das kann jeder spielen. Ich habe es sogar meiner Freundin beigebracht, die quasi gar kein Interesse hatte, überhaupt Yu-Gi-Oh! Richtig zu lernen, aber das hier konnte sie trotzdem spielen, weil es wirklich unfassbar simpel ist. Das ist die Yuzenyu Karmas, das sind quasi Monster, die man nacheinander normeln darf durch ihre Effekte. Und wenn man das tut, werden die quasi in der Endphase wieder gebounced auf die Hand. Das bedeutet, man verliert jede Runde sein gesamtes Board, wie in Spirit Decks. Das Ding ist nur, diese Karten hier sind keine Spirit-Monster, die funktionieren nur so. Und es klingt zunächst mal erstmal blöd, aber man kann das Ganze so ein bisschen abusen mit halt beispielsweise Card of Demise. Weil das ist eine Zauberkarte, die euch quasi auf drei Handkarten hochziehen lässt und dann in der Endphase müsst ihr eure Hand abwerfen. Und man würde jetzt denken, okay, in der Endphase kommen die Yuzenyu-Monster auf die Hand zurück und müssen dann wegen Demise abgeworfen werden, aber das stimmt gar nicht. Denn das, meine Freunde, darf man einfach so umgehen. Und zwar kann man einfach sagen, okay, ich triggere in der Endphase zuerst quasi die Mais, also die Downside von die Mais, werfe meine Hand ab, die gerade gar nicht existent ist, und danach triggere ich quasi erst dann die Downside-Effekte von den Yuzenyu-Monstern und nehme die dann auf die Hand zurück und darf die dann quasi behalten. Und das ist vollkommen legitim. Welche Downsides man hier quasi zuerst aktiviert, beziehungsweise welche Effekte, ist vollkommen irrelevant für die Regeln. Das bedeutet, man kann das Ganze stark umgehen und hier wirklich ein stabiles, naja, Fallenkartendeck bauen, was sehr gut seine Hand leer bekommt für halt einfach Card of Demise. Und was man auch spielen könnte, wäre beispielsweise Yuzenyu Kaiju, was ich persönlich auch sehr cool finde. Und da hat man quasi die Möglichkeit, über Kaiju-Monster gegnerische Monster wegzutributen. Und die Kaijus kann man dann quasi über Yuzenyu Karma 1 wieder auf die Hand zurückgeben, um sie quasi nächste Runde erneut gegen den Gegner einsetzen zu können. Das heißt, da herrscht auf jeden Fall ebenfalls eine sehr starke Synergie, aber das ist halt nicht so gut kompatibel mit dem Mais, von daher muss man sich entscheiden. Und das Thema hat jetzt sogar vor einer Weile wieder Support bekommen, von daher ist es wieder besser geworden und einige dieser Karten kann man wirklich spielen, von daher schaut es euch gerne an. Wenn ihr wirklich ein einfaches Deck haben wollt, ist das hier mit das simpelste aller Zeiten, also wirklich, das kann jeder spielen. Und das war noch nie wirklich komplex. Da ist das nächste Themendeck auf jeden Fall ein gutes Stück komplizierter, aber ich muss sagen, auch das können Anfänger auf jeden Fall ganz gut lernen. Und zwar die Dinos, ne? Und ich muss dir wirklich sagen, dieser ganze Typ hier ist eigentlich mittlerweile mehr oder weniger ein Themendeck, durch halt einfach dieses Structure Deck, was vor einer Weile rauskam, Dinosmashers Fury, weil das hat quasi die Dinos so ein bisschen supportet und revolutioniert. Und man kann das jetzt wirklich quasi als sehr, sehr starke Rogue-Strategie spielen und es setzt sich wirklich so ein bisschen durch, ne? Es ist durchaus mächtig. Wir haben Oviraptor als Searcher, wir haben den Super Conductor Tyranno als halt einfach Bossmonster, das ganze Boards in Death drehen kann, in verdeckte Death und dann überrennen kann. Und naja, das in Death drehen geht auch in der Runde des Gegners, not bad. Wir haben Quadlus noch als gute Negation. Wir haben halt einfach mal die Möglichkeit, über den Verschidosaurier unsere Monster zu schützen. Wir haben OTK-Optionen etc. Und das Ganze ist kompatibel mit verdammt vielen Engines, ne? Es gibt beispielsweise Dino Shadol, wir haben Dinosaurier mit Paleozoic schon gesehen, wir haben Dino Lightsworn, es gibt so viele Optionen hier und da kann man sich wirklich austoben. Ich denke, für einen Anfänger ist das hier auf jeden Fall eine gar nicht so schlechte Wahl. Man fängt zwar zunächst mal an, das Ganze hier etwas falsch zu spielen, auf jeden Fall, man wird hier missplayen, aber man hat halt einfach die Möglichkeit, sich langsam zu steigern und das Maximale rauszuholen. Und wenn man das Ganze dann mal verstanden hat, hat man wirklich schon ein sehr, sehr starkes Deck, um einzusteigen, dass man jederzeit variieren kann. Man kann es sogar Push spielen über halt einfach, naja, den Field Spell, kein Problem. Und ich denke, das ist durchaus auf jeden Fall eine gute Deckgruppe, die ich hier mal vorstellen kann. Von daher, ich denke, das hat bei diesem Format hier noch gefehlt. Doch das nächste Deckthema ist jetzt wieder etwas simpler in meinen Augen, und zwar ABC.
Und ich muss sagen, auch das hier kann eigentlich jeder lernen ohne große Probleme. Wir haben A, B und C, drei Effektmonster. Und wenn man die alle weglegen kann, bekommt man den Dragonbuster, ein Fusionsmonster, das Karten banishen kann, in der Runde des Gegners, den Preis von Handkarten. Und die Karte kann sich wieder aufteilen in A, B und C, um sich quasi selbst zu schützen. Und über den Union Hunger, also den Field Spell, kann man hier eine Menge Plus generieren und quasi diese Ressourcen auch konstant bekommen. Und das ist halt mal wieder kombinierbar auch mit zig anderen Decks, von daher werdet erfinderisch. Es gibt ABC Cyber Dragons, es gibt ABC Lightsworn, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und einige davon sind gar nicht mal so übel. Man muss aber sagen, auch wenn jetzt der A-Angriffskern wieder auf 3 ist, der wurde ja limitiert wegen Fireball und kam jetzt wieder zurück, ist dieses Deck hier nach wie vor ein bisschen Brick-anfällig, ne? Man kann hier teilweise mal wirklich schlecht ziehen, von daher, es ist nicht so stark in meinen Augen wie ein gutes Dino-Deck, aber auch leichter zu spielen. Man muss aber auch dazu sagen, man kann dieses Deck hier durchaus auch ein bisschen komplexer bauen und dann ist es halt ein bisschen stärker, aber auch etwas anspruchsvoller, ne? Man kann hier ein bisschen variieren. Aber ich denke, die Stärke von Full Force Dinos wird das Ganze hier trotzdem nicht erreichen können. Wie auch immer. Auf jeden Fall ein cooles Deck mit wenig Karten vom Thema selbst, die man auswendig lernen muss und von daher für einen Anfänger, denke ich mal, eine prima Sache. Und genau dasselbe gilt halt einfach für Trickster, ne? Ich meine, dieses Themendeck hier ist so klein eigentlich. Es hat verdammt viele Karten, aber eigentlich spielt man davon quasi so gut wie gar keine. Wir haben Candida als Searcher, wir haben Lycoris als spambaren Burner, wir haben Lilibell als Monster, das quasi direkt angreifen kann und als Combo-Piece, wir haben Karobein als River 5 Monster, das man trotzdem spielen sollte, und wir haben den Field Spell und die Reincarnation. Das war's quasi schon. Das gesamte Thema hat fast gar keine verschiedenen Karten. Das ist fast so klein wie Invoked. Und deswegen kriegt man fast nicht ein 40-Karten-Deck voll damit, das ist der Wahnsinn. Man kann es teilweise kombinieren mit anderen Deckthemen, das ist auch möglich. Beispielsweise gab es mal eine kleine Orcus-Variante und so. Da kommen immer mal wieder quasi so ein paar Möglichkeiten ans Tageslicht, aber man kann es auch einfach pur spielen. Das ist, würde ich sagen, die gängige Variante. Und man hat beispielsweise halt auch einen Insta-Win hier über Dwarven Lockbird und Reincarnation. Und zwar können diese beiden Karten quasi einfach so zusammen einen Handloop auslösen, wodurch der Gegner quasi sofort seine gesamte Hand verliert. Und das ist halt wirklich dann, naja, der sofortige Sieg. Das geht nicht immer, aber manchmal. Und neben Dwarven und Lockbird kann man auf jeden Fall noch diverse andere Handtraps spielen, weil der Platz einfach da ist. Und das ist, denke ich, eine gute Sache, um mit Handtraps beispielsweise so ein bisschen warm zu werden. Ich muss sagen, um Trickster zu spielen, muss man kein guter Spieler sein. Das kann wirklich jeder. Und da großartig zu missplayen, ist eigentlich nicht wirklich wahrscheinlich, weil ganz ehrlich, so viele verschiedene Möglichkeiten hast du mit dem Deck nicht, ne? Ich denke, das kann jeder lernen und es ist wirklich prädestiniert für dieses Video. Doch das nächste Deckthema ist eigentlich gar kein Thema, und zwar geht es da quasi um Grimage oder Eiser, beziehungsweise, naja, das Banisher Deck. Und das ist wirklich teilweise fast schon metafähig, es ist der Wahnsinn. Grimage oder Eiser ist ein Monster, das einfach nur gute Werte bekommt, wenn viele Karten von euch verbannt sind. Und es gibt so viele Banisher-Karten, es ist unfassbar. Wir haben Pot of Desires, ne, eine Karte, die sofort 10 Karten von eurem Deck banishen kann. Wir haben Extravaganz, einen weiteren Topf, der einfach sofort 6 Karten banishen kann. Wir haben Million Eater, die Karte banisht teilweise 15 Karten aus eurem Extra-Deck. Wir haben beispielsweise, naja, den Gizmek, der jetzt neu ist. Und wir haben noch so viele weitere Optionen, es ist wirklich krank. Mit Grimage oder Eiser 10.000 ATK zu bekommen, ist nicht schwierig. Es gibt sogar die Möglichkeit, dieses Deck hier nicht auf ATK zu bauen, sondern quasi auf Anti. Auch das ist denkbar. Und das toppt teilweise Turniere, es ist unfassbar. Also wirklich, ne, ich mache hier keine Scherze. Und es kann jeder spielen, es ist kinderleicht. Es gibt sogar Stromberg, ne, darf man nicht vergessen, der Field Spell von diesen Märchenkarten. Banisht auch jede Runde von euch einfach so 10 Karten. Der Support ist einfach real und diese Karte hier wird immer mächtiger. Das ist wirklich das beste Trolldeck, was es gibt, mit Abstand. Und deswegen würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, sich das Ganze mal anzueignen, weil ganz ehrlich, das kann in meinen Augen wirklich jeder lernen. Doch das nächste Thema ist eigentlich sogar noch stärker. Und zwar geht es da quasi um True Draco. Und ich muss sagen, das hier zu lernen, ist nicht ganz so einfach, ne, wie einige andere Sachen auf der heutigen Liste, aber ist es nach wie vor auf jeden Fall machbar für einen Beginner. Und wenn man dieses Themendeck hier mal kann, hat man wirklich ein sehr, sehr starkes, zeitloses Anti-Deck, gegen das halt viele Themen überhaupt nicht klarkommen.
das kann man wirklich immer spielen. Gerade auf Locals beispielsweise wird man hiermit ständig Erfolg haben. Immer mal wieder. Man wird vielleicht nicht immer Platz 1 oder so, aber man hat auf jeden Fall eine faire Chance. Und ich denke, gerade das ist für einen Anfänger schon mal sehr viel wert. Ich denke, das ist halt wirklich so ein Deckthema. Das kann man sich online ein bisschen austesten. Aber wenn man das mal verstanden hat, ist es wirklich effektiv. Da kann man es sich zulegen, auf Locals spielen und dann sehr viel Spaß damit haben. Ich weiß, es ist auf jeden Fall nicht so beliebt bei einigen Spielern, weil es ein bisschen eklig ist, dagegen zu spielen. Aber ich denke trotzdem, dass es Sinn macht, das hier zu erwähnen, weil ganz ehrlich, es gibt kaum ein stärkeres Anfängerdeck. Doch leider, Leute, ist halt das nächste Thema nicht so stark, und zwar geht es da quasi um Red Eyes. Und ich muss sagen, ja, diese Karte hier hat ein eigenes Themendeck bekommen. Und es ist mega nostalgisch, aber es könnte auf jeden Fall ein bisschen stärker sein, wie auch immer. Es ist halt nur ein Fun-Deck, aber es ist für Anfänger auf jeden Fall ein prima Deck, um einzusteigen. Ich meine, ein Anfänger braucht nicht sofort ein Meta-Deck, das ist klar. Um die Regeln zu lernen, reicht sowas hier vollkommen aus. Und ich denke, dafür ist es ganz nett. Ja, es kann teilweise mal bricken, beziehungsweise echt schlecht ziehen und dann quasi gar nichts aufbauen. Und ja, wir haben hier auch eine Fusionskarte, die teilweise einfach mal die Runde beendet nach einer Summon. Aber das Thema hat trotzdem einige Lichtblicke mit beispielsweise guten Revival-Effekten, guten Angriffswerten oder auch beispielsweise dem Slash Dragon, der einfach mal eine Negation ist. Auch nicht übel. Und ich meine, Rang 7 Overlays sind auch nicht gerade peinlich heutzutage. Da haben wir auch teilweise echt coole Karten, wie beispielsweise den Red Eyes Flare Metal Dragon, der halt einfach Burn-Schaden macht für alles, was der Gegner irgendwie tun möchte. Ich würde sagen, man muss dieses Themendeck auf jeden Fall ansprechen, gerade auch jetzt mit den Guard Dragons, aber naja, ich denke, wenn ein Anfänger wirklich ein starkes Deck haben möchte, ist das nicht die beste Wahl. Aber wer nostalgische Decks mag, kann hier auf jeden Fall zuschlagen. Aber das nächste Deckthema ist wieder deutlich stärker. Und zwar geht es da quasi um Magnite. Und ich muss sagen, dieses Themendeck hier kann ebenfalls mal wieder jeder spielen. Ne? Es ist kinderleicht. Also wirklich was anderes kann mir keiner erzählen. Du kannst diese Monster alle beschwören quasi, wenn in derselben Spalte bereits zwei Karten oder mehr liegen. Das bedeutet, man lässt den Gegner first gehen, lässt ihn erstmal quasi spielen, ein paar Karten legen. Und dann kann man quasi darauf aufbauen, auf das, was der Gegner gemacht hat, weil dann quasi schon Karten da liegen, die man nutzen kann, um die Magnites leichter floaten zu können. Und es gibt auch da wieder mal ein paar Tricks, ne? Beispielsweise Instant-Fusion oder so, um mit der extra Monster-Kartenzone zu spielen, dass da quasi eine Karte drin liegt und so weiter. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und man kann das Ganze auch kombinieren mit beispielsweise Invoked, ne? Ich meine, Magnite Invoked ist so ein bisschen der obvious Themenzusammenschluss, der wirklich perfekt harmoniert. Das kann man gerne machen. Und Invoked ist halt wirklich unfassbar leicht zu spielen, also das ist wirklich komplett Autopilot. Es gibt kaum leichteres Themendeck, von daher, für einen Anfänger ist es einfach prima, dieser Themenzusammenschluss. Und ich denke auch die Magnites pur kann man teilweise spielen und die sind auch nett. Ich denke, das ist halt wirklich so ein Themendeck, wo alle Monster gleich beschworen werden, wo alle Monster kleine Effekte haben, die leicht verständlich sind und wo alle Monster so stark sind, dass man teilweise wirklich auch mal OTKs hinbekommt. Und das ist halt für einen Anfänger so simpel, dass man es auch nachvollziehen kann. Ich denke mal, das muss ich ja auch vorschlagen. Aber nichts, Leute, und ich meine wirklich gar nichts, ist so einfach wie ein Gadget-Deck. Ich mein's im Ernst, ne? Es gab noch nie so ein simples Themendeck. Du beschwörst ein Gadget und suchst den nächsten raus. Das war's. Das ist die gesamte Mechanik des gesamten Themendecks. Du hast dann noch den silbernen und den goldenen. Das sind quasi Monster, die man beschwört, um ein weiteres Monster specialen zu können. Und wenn du halt damit beispielsweise wieder ein Gadget holen solltest, darfst du wieder suchen. Und du kannst dann quasi sofort auf ein Rang 4 XC-Play gehen und das war's. Die ganzen neuen Support-Karten von Gadget sind teilweise einfach mega peinlich und können fast schon ignoriert werden. Spielt einfach ganz normales Rang 4 Gespamme auf beispielsweise Utopia Double für OTKs und ihr werdet viele Spiele gewinnen ohne irgendeinen Aufwand. Ich glaube, dieses Themendeck kann wirklich ein 6-Jähriger spielen, ohne Probleme, ohne Missplays. Wenn er es ein bisschen gespielt hat, wird er das wirklich hinbekommen. Also ernsthaft, es ist so simpel. Es gibt kein leichteres Themendeck, wirklich jetzt. Ich habe mir alle schon angeschaut, die es gibt, aber das hier ist mit riesigem Abstand das leichteste aller Zeiten. Es ist leichter als Invoked, es ist leichter als Yuzenyu, es ist leichter als Magnite und als Trickster. Es ist wirklich absolut geschenkt. Und es ist ganz witzig. Aber ich würde sagen, das ist halt so ein bisschen das 0815 Anfänger-Deck, was aber auch nicht so stark ist, ne? Von daher, ich würde eher zu anderen Decks raten, aber wer wirklich Probleme hat, quasi ein Spiel reinzufinden, der sollte einfach das hier testen als letzte Option und dann kann man noch so ein bisschen eine Chance haben, Fuß zu fassen. Ich denke, dafür ist das Deck prima.
Und was wir jetzt halt noch haben quasi zum Abschluss, ist halt einfach Trap Tricks, ne? Und dieses Themendeck hier ist reines Controlling mit sehr wenig Tempo. Es ist wirklich mega simpel. Und mittlerweile haben wir ein Link-Monster bekommen, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und das ganze Thema dreht sich quasi um Fallgruben. Es ist also auch ein bisschen nostalgisch fast schon. Ich denke, das ist einfach so ein Deck, was einfach so langsames Controlling einleitet, dass das jeder beherrschen kann, wenn das ein paar Mal gespielt hat. Und gerade diese Fallgruben-Effekte, ne, die sind nicht gerade komplex. Das sind teilweise einfach Karten mit 2-3 Zeilen vom Effekt her. Die kann man sich in 5 Sekunden durchlesen und alles nachvollziehen. Und vor allem halt die guten Trap-Tricks-Monster können auch teilweise Fallgruben recyceln oder raussuchen und so weiter, um halt einfach plus zu gehen. Und ich denke, gerade das ist auch für ein Fun-Deck bzw. für ein Control-Deck immer eine gute Sache. Und wie gesagt, das Link-Monster kann sich echt sehen lassen. Testet es gerne mal aus, es ist wirklich nicht allzu schnelles Deck und man kann es auch gerne kombinieren mit halt beispielsweise den Artefakten. Das ist auch denkbar und auch das ist kein so komplexes Thema. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Themendecks, die ich heute genannt habe, in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Themendecks vorschlagen, die ich hier mal erwähnen soll. Es gibt schon viele Anfängerdecks, ne? Also, es gibt zwar sehr, sehr viele komplexe Decks, wie beispielsweise DDD, die ich niemals einem Anfänger empfehlen würde. Aber ich denke, so 30 Anfängerdecks könnte man zusammenbekommen. Wie auch immer. Vorschläge sind gerne gesehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch dieses Video hier geholfen hat. Und da würde ich sagen, denkt auch bitte an meinen Sponsor. Also schaut gerne mal vorbei bei Lotte Cards. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und denkt auch bitte an meinen Zweitkanal. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.